Herr Stefan noch, der hat auch noch einen kleinen Redebeitrag. Jo, hallo, guten Abend miteinander. Wir haben ja die Thematik, dass wir einem Lockdown uns gegenüber sehen und einer möglichen Impfpflicht und so, weil immer behauptet wird, das Ganze in den Krankenhäusern sei so dramatisch. Keine Plätze, es ist ein Triagegerede überall. Deswegen habe ich mich heute mal hingesetzt und habe die Daten vom DIVI-Intensivregister runtergeladen und nicht nur die aktuellen, sondern eben auch die vom letzten Jahr. Und da wollte ich euch mal ein paar interessante Zahlen kurz sagen. Letztes Jahr, in der Nacht vom 3. auf den 4. August, war die Spitze. Ich habe mal geguckt, wie viele Intensivbetten gab es letztes Jahr. Und die Spitze war letztes Jahr am 4. August mit 40.227 laut DIVI. Stand heute sind wir bei 30.553. Das sind schlappe 9.674 Betten weniger als vor einem Jahr oder 24% weniger. Und das nehmen diese Herrschaften her, um was zu tun? Alle möglichen Freiheitsrechte einzuschränken auf Dauer. Wie Spahn sagte, hat er das ja das ganze nächste Jahr noch vor. Ja. Damit ist aber noch nicht die Sache zu Ende. Die Gesamtzahl der Betten, das splittet sich auf in eine Notfallreserve. Auch die ist von 11.765 auf 8.792 oder ebenfalls um 25% reduziert worden. Jetzt mache ich den Sprung zu den belegten Betten. Also die Betten, die in allen Intensivstationen zusammen immer belegt waren. Und zwar ganz unabhängig davon, ob mit Corona oder nicht. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass diese Zahl praktisch das ganze letzte Jahr hindurch, das ganze diese Jahr hindurch praktisch wie festgenagelt um die 20.000 pendelt. Inzidenz rauf, Inzidenz runter spielt alles überhaupt keine Rolle. Die tatsächliche Belegung in den Betten, der liegt immer bei etwa 20.000. Das Einzige, was dabei herausgekommen ist, dass jetzt am Ende durch diese ganze Reduktion die Zahl der freien Betten von 10.859 im August letzten Jahres auf mittlerweile 2.565 gesunken ist. Drei Viertel weniger. Das muss man mal hinkriegen in der tödlichsten Pandemie aller Zeiten. Von solchen Leuten werden wir regiert und die wollen noch irgendwie, dass wir denen vertrauen. Ich habe jetzt eine Hand zu wenig, Sekunde, ich muss was weglegen. Jetzt habe ich noch was Hübsches, wo ich eigentlich ein bisschen im Zweifel war, ob das hier nicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Aber weil die, weiß nicht mal, habe den Namen vergessen, Sabine? Ja, weil die vorher sagte, wie viel Geld die Krankenhäuser mittlerweile kriegen dafür, dass sie Betten stilllegen, habe ich mal kurz rausgesucht, wie viel sie letztes Jahr gekriegt haben, um Intensivbetten aufzubauen. Und das ist die schlaffe Summe von 602 Millionen und 500.000 Euro. Eine Hand. Halten Sie sonst? Nein, ich habe. Komm her. Ah, okay. Das sind alle Krankenhäuser drauf. Die Kohle gekriegt haben, das könnt ihr euch mal angucken. Da werdet ihr blass. Das sind 1800 Krankenhäuser drauf, die alleine für den Aufbau von Intensivbetten letztes Jahr pro Bett 50.000 Euro gekriegt haben. Was Sie jetzt gerade noch gehört haben, kriegen Sie für den Abbau desselben Bettes jetzt nochmal 12.000 Euro. So möchte ich mein Geld auch mal verdienen. Ne? Also da unglaublich. Ja? Und diese Liste hier ist noch nicht zu Ende mit diesen 602 Millionen. Diese ganzen Krankenhäuser haben nämlich dafür letztes Jahr, dass sie angeblich wegen Corona Behandlungen verschieben mussten oder gar nicht durchführen konnten, die nicht ganz kleine Summe von 8.924 Millionen, kann man auch 8,9 Milliarden dazu sagen, aber ich sage es lieber Millionen, da ist die Zahl eindrucksvoller. Die haben 8.900 Millionen dafür gekriegt, dass sie Behandlungstermine verschoben haben.
Und der Oberherr, ganz am oberen Ende der Liste, das ist alles praktisch von viel nach wenig geordnet, stehen die Vivantes-Kliniken in Berlin. Ja, lies mal die Zahl ganz laut vor. Berlin. Nein, ganz oben die erste Zahl, rechts oben vorlesen, kein Problem. Betrag in Euro 105.765.313 Euro. Ja. Habt ihr das mitgekriegt? Alleine die Vivantes-Kliniken in Berlin haben 105 Millionen Euro gekriegt. Ja. Das Ganze bei einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden. Die haben praktisch 10% ihres Jahresumsatzes vom Einfachmarkt schon so überwiesen gekriegt. Ja. Und da kann man mal sehen, wie stark hier die monetären Interessen in der ganzen Sache sind. Hier geht es um Geld, die schwimmen in Geld. Die Krankenhäuser sind, die schwimmen in Geld alle. Die wissen nicht, wohin damit. Und wenn man so mit Geld zugeschüttet wird, ist es auch kein Wunder. Ja. Und trotzdem kommt am Ende raus, was? Weniger Betten. Das kann man sich nicht ausdenken. Ne? Okay, ich wollte euch das mal zeigen, damit ihr da, das könnt ihr euch mal angucken. Die baden-württembergischen Kliniken sind farblich abgesetzt. Auch das Klinikum Stuttgart ist da ganz fett mit dabei. Ganz weit vorne mit dabei. Okay, das wollte ich mal schön loswerden, damit ihr diese Zahlen mal nicht einfach so eine Milliarde, sondern wenn man das auf den Boden legt und dran entlang geht, sind jeder Schritt 500 Millionen. Ja, danke Stefan. Also das sehr eindrucksvoll, das visualisiert, was für ein Wahnsinn sich hier in Deutschland abspielt und uns wird eine Pandemie verkauft. Dabei ist es einfach nur wirklich Korruption im größten Ausmaß unvorstellbar. Die Krankenhäuser betrügen mit der Anzahl ihrer Betten und kriegen Geld dafür, dass sie Betten aufbauen, dass sie Betten abbauen. Unsagbar. Noch eine Ergänzung zum Thema Geld. Ich glaube, das ist heute unser Motto. Und zwar ganz wichtig, weil es war auch ein Bericht in Telegram, wo jemand verstorben ist und es stand die Todesursache Corona drauf. Und die Kinder waren definitiv der Meinung, nein, die Mutter hatte so schwere Vorerkrankungen, das war nicht die Todesursache. So, und pro Covid auf dem Todesschein erhält man in der Klinik 9.500 Euro. Das war noch meine Ergänzung. Ja, der Betrug kennt keine Grenzen, aber ein Großteil der Bevölkerung will es einfach nicht wahrhaben. Die sind wahrscheinlich auch zu bequem, sich zu informieren, viele. Manche haben vielleicht auch Angst, sich zu informieren, weil sie schon ahnen, was sich da tatsächlich abspielt und dass es nicht um unsere Gesundheit geht. So, du lass uns nochmal einen Song spielen. Das ist eigentlich sehr passend, einfach auch für uns, die wir ja sehr widerborstig sind, sage ich mal, die sich nichts gefallen lassen. Ich wollte nur noch ergänzen zu diesen Finanzen. Wir wissen das von Bekannten. Die Familien bekommen noch 2.000 Euro extra, wenn Corona auf dem Todesschein steht. Das heißt, die Beerdigung ist finanziert oder auf jeden Fall zur Hälfte. Schon krass. Danke, Silke. Ja, wir haben sehr viele Informationen bekommen. Wie gesagt, wir haben das ja auch alles wieder ist wieder eisern dabei und wird das alles wieder ins Netz reinstellen, sodass man sowas auch verbreiten kann. Finde ich ganz tolle Geschichte heute, was wir heute an Informationen bekommen haben. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir sind ja sehr unbeugsam und widerborstig, die wir hier auf dem Marktplatz stehen. Wie viele andere natürlich auch. Viele trauen sich natürlich auch nicht, sich hier hinzustellen, zumindest nicht in ihrer Heimatstadt. Und von daher ein sehr passendes Lied, was wir jetzt spielen. Hört ihr, wie das Volk erklingt, von unserer Wut erzählt der Wind. Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. Jedes Herz schlägt, wie es kann, unsere Herzen trommeln laut. Alles fängt ganz von neuem an, wenn der Morgen graut. Wenn die Barrikade ruft, dann bebt der Feind vor unserem Schrei.
fängt ganz von neuem an, wenn der Morgen naht. Wenn du kämpfst mit ganzer Kraft, hat bald ein Ende alle Not. Mancher wird dahin gerafft, stirbt einen ehrenvollen Tod. Die Erde von Frankreich, vom Blut unserer Helden. Mit ganzer Kraft hat bald ein Ende alle Not. Mancher wird dahin gerafft, stirbt einen ehrenvollen Tod. Die Erde von Frankreich, vom Blut unserer Helden verrot. Hört ihr, wie das Volk erblickt, von unserer Brust erzählt der Wind. Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht länger Sklaven sind. Jedes Ja, dann sind wir auch am Ende unserer Stunde, unserer kurzweiligen Stunde hier auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd angelangt. Ganz toll, dass ihr trotz des kühlen Wetters hier wieder so zahlreich erschienen seid. Vielen Dank an alle. Wie gesagt, ohne euch geht das nicht. Ich kann sowas nur anstoßen mit dem Marktplatz-Team zusammen. Ohne Beteiligung von euch geht es nicht. Und von daher denke ich mal, es ist ein gutes Format. Und diese spontanen Redebeiträge finde ich auch immer ganz, ganz, ganz toll. Davon leben wir. Und solange jetzt hier auch noch kein Lockdown ist, erreichen wir auch noch Leute, weil es ist einfach noch ein bisschen was unterwegs. Zwar nicht mehr so viel wie früher, aber es ist noch ein bisschen was unterwegs in der Stadt. Von daher, toll, dass ihr da seid. Ich danke euch. Kommt gut heim. Ciao. Die Versammlung ist beendet.